macht's alleine. Rest der Reihe geht zum Wechseln. Schmiedle gegen Roloff. Oh, Armsburg behält den Puck. Austin Smith und Tor. Austin Smith nützt den Fehler, gibt auf die rechte Seite auf Brian Roloff und der stochert ein. Unter den Schienen durch von Stefan Feiß. Gleich in der Zeitlupe noch mal zu sehen. Ravensburg geht doch noch in der Schlussphase des ersten Abschnitts in Führung mit 1:0. Und jetzt sehen wir die Zeitlupe. Wie schön, dass Smith den Pass auf die rechte Seite auf Brian Roloff. Bei Kraftbeuren am Bulli. Daniel Pfaffengut. Roloff. Vor das Tor gespielt am linken Pfosten. Und da ist das Tor für Ravensburg. Wiederum die Paradereihe. Mit Austin Smith und Brian Roloff. Und ich glaube, diesmal haben sie die Rollen getauscht. Roloff als Passgeber und Smith als Torschütze. Da muss ich aber mal auf den Stadionsprecher warten. Ihr hört gleich Markus Heider. Die 24. Spielminute Tor. Ist der Torschütze unsere Nummer 16. Austin! Jetzt der Wechsel bei dieser Ravensburger Reihe. Die Torfabrik bei den Oberschwaben. Aber nächste Möglichkeit, der ist drin. Wiederum ebenso aus dem Nichts haben es die Ravensburger den Kaufbeurern einfach ein bisschen leicht gemacht. Und da geht einer durch, umkurvt da die Verteidigung und am Beinblocker vorbei von Matthias Nemetz. Das 1:2 in der 25. Spielminute. Ich glaube, wir warten auf den Stadionsprecher. Menge. In dem Fall, ja. Menge war es, Daniel Menge. Und der weiß, wie es geht. Und jetzt ist der Druck natürlich da. Schmiedle mit der nächsten Möglichkeit. Tor für Kaufbeuren. Völlig geschlafen hat Ravensburg jetzt wiederum. Schmiedle leitet den Angriff ein. Und ich glaube, wieder Menge oder so Schack trifft an Nemetz vorbei. Also 2:0 und dann jetzt steht es 2:2. Es geht wieder heiß her bei der Partie Ravensburg gegen Kaufbeuren. Das kennen wir. Und somit also alles wieder offen. Mike Maller. Sie sehen Spray TV, die DL2 Live. Nächste Möglichkeit, Kaufbeuren 3! Das 3:2 für Kaufbeuren. Wiederum war es in der Rückwärtsbewegung, als bei den Tower Stars gar nichts funktioniert hat. 3:2 Break praktisch. Und die Gäste gehen in Führung. Da kommt die Auszeit von Daniel No. Gar nichts mehr ist gelaufen bei den Tower Stars nach der Führung. Mit 2:0 haben sie gemeint, ja, das reicht schon. Nächste Möglichkeit, Schlenzer vorbei. Pfosten glaube ich noch. Kaufbeuren bringt die Scheibe nicht raus, Caciola. Slavetinski, Schuss, abgewehrt. Schlagschussmöglichkeit, Tor für Ravensburg. AS 3:3. Da haben sie jetzt auch richtig gerackert und es gibt eine Strafzeit. Eine Disti, glaube ich, gegen den ESVK.
Strafschiedsrichter schickt da Gregor Stein wahrscheinlich mit einer Zehner. Irgendwas muss da vorgefallen sein. Die 38. Spielminute, Tor für die Landsburg Tower Stars. Das Zuspiel kommt von der 7, Mathieu. Toussignan, Passgeber. Und Brandon McLean hat verendet. Daniel Pfaffengut, da Puck. Ah, Michi Fröhlich, ja, schafft es noch rechtzeitig aus dem Abseits zu laufen. Und Tor für Kaufbeuren. Michi Fröhlich, hatten da alle im Abseits gesehen, der schafft es aber noch aus dem Drittel raus. Und dann ist es, glaube, wieder Christoph Schack und Menge, die da wiederum die Führung für den ESV Kaufbeuren herstellen. 3:4 steht es nach 46 Spielminuten in der Ravensburger Eissporthalle. Zunächst Ravensburg eigentlich drückend überlegen. 5 Minuten lang und dann kommt Kaufbeuren und einer wieder bei Ravensburg und auch Pfaffengut. Langwieder muss noch 2 bis 10 draußen sitzen, der wird nicht mehr kommen. Nächste Möglichkeit, Kaufbeuren mit dem 5:3 in Überzahl. Ich glaube, Obholzer war das, der den Puck noch abgelenkt hat, unter dem Blocker durch von Nemetz. 2 Tore Führung jetzt zum ersten Mal in dieser Partie für den ESV Kaufbeuren. In der 51. Spielminute das Ganze passiert. Jetzt ist das Team von Daniel No gefordert. Der Derby Schlappe da aus dem Weg zu gehen. Wir wollen natürlich das Empty-Net jetzt noch. 1,5 Minuten vor Schluss. Ravensburg bringt den Puck nicht unter Kontrolle. Ja, und da ist das Empty-Net. 6:3, das ist die Entscheidung für Kaufbeuren in der Ravensburger Eissporthalle. Und für alle noch der Hinweis, 1:14 dauert die Partie noch, die Pressekonferenz wird auch noch bei Spread TV live übertragen. 48. Spielminute. Und jetzt noch 20 Sekunden. Kaufbeuren wird diese Partie als Derby gewinnen und sie legen noch einen drauf. 7:3. Und es gab schon einmal so ein hohes Ergebnis, noch höher sogar. Ich glaube, in Kaufbeuren, da war es knapp die 10. Da gingen die Tower Stars ebenso unter, als das heute jetzt auf der LED-Wand zu sehen ist. Das wird sicherlich Aufarbeitung und das wird auch Arbeit geben. Ravensburg unterliegt Kaufbeuren mit 3:7 in der eigenen Eissporthalle.